Wer in Österreich den Führerschein macht, der muss bergauf oder bergab fahren können. Deswegen haben wir uns heute zum Thema genommen, wie fährt man richtig den Berg hoch bzw. wieder hinunter. Bergauf und bergabfahren ist in Österreich natürlich entscheidend. Wir haben sehr viele Bergstraßen, auch wunderschöne Panoramastraßen. Wer dort sicher drüber fahren will, der muss natürlich bergauf und bergabfahren können. Etwas leichter ist das Bergauffahren. Was muss man hier beachten? Naja, überleg dir mal, wir haben das im Theoriekurs besprochen, je niedriger ein Gang ist, desto mehr Kraft hast du und du brauchst beim Bergauffahren immer genügend Kraft. Du kennst das vielleicht vom Mopedfahren her, wenn du es schon gemacht hast, je niedriger der Gang, desto leichter kommst du den Berg hoch. Jetzt hat man früher mal gesagt, zweiter Gang, eventuell dritter Gang, das kann man bitte heute nicht mehr so dezidiert sagen. Die Autos sind heute schon so gut, haben so viel Kraft, so viel Drehmoment, dass es auch Berge gibt, wo man durchaus mit dem vierten oder fünften Gang hochfahren kann, vor allem wenn keine engen Kurven sind. Wichtig ist nur, dass man im entscheidenden Moment, wenn man merkt, okay, das Auto zieht nicht mehr, dass man dann wieder zurückschaltet. Wie weißt du jetzt, ob der Gang, den du gerade gewählt hast, der richtige ist für das Berghoch- oder Bergrunterfahren? Na, ganz einfach, wenn du mit halb, dreiviertel Gas den Berg hochfährst, dann ordentlich Gas gibst, dann muss das Auto beschleunigen. Wenn ein Auto trotz Vollgas nicht schneller wird oder vielleicht sogar langsamer wird, dann wird es Zeit, ganz, ganz schnell einen Gang zumindest zurückschalten. Bitte dabei nicht auf einen Kaffee gehen, sondern ganz schnell schalten, sonst stirbt das Auto ab. Im schlimmsten Fall geht der Motor aus und man muss bergan fahren. Das ist mit den modernen Autos auch kein Problem mehr. Wir haben alle eine Berganfahrhilfe in unseren Autos, die man natürlich auch bei einer praktischen Prüfung verwenden kann. Lustig ist es trotzdem nicht. Ein bisschen blöder ist dann schon das Bergabfahren. Und hier müssen wir uns noch einmal klar werden, was denn die Motorbremswirkung ist. Wenn du bei deinem Auto kein Gas gibst, also wirklich den Fuß weg vom Gas nimmst, dann wird bei einem modernen Auto kein Treibstoff mehr eingespritzt. Das heißt, du hast Reibungsverluste, du hast Kompressionsverluste, nennt man das. Das heißt, der Motor wird dein Auto bremsen. Und das ist ganz gut, weil die Motorbremse nicht heiß wird, sie verschleißt nicht, sie spart sogar Treibstoff, also alles in allem ein gutes Ding. Wir haben sogar ein eigenes Video dazu gemacht zur Motorbremse. Je niedriger der Gang, desto mehr Motorbremse hast du. Das heißt, ich muss den optimalen Gang wählen, bei dem ich so viel Motorbremse habe wie möglich. Jetzt reden wir einmal unter uns. Wenn man den Berg abfährt, kann es passieren, dass der erste Gang der optimale Gang wäre, dort wo die Motorbremswirkung optimal wirkt. Aber sind wir uns einmal ehrlich, wenn man dann den Berg runterfährt, fährt man ganz langsam, 7-8 km/h. Deshalb wird man vielleicht einen höheren Gang nehmen, also einen Gang dazugeben. Dann reicht die Motorbremswirkung natürlich nicht mehr aus und man muss ab und zu dazu bremsen. Dabei muss man natürlich jetzt wieder aufpassen, dass man nicht ständig auf der Bremse steht, weil dann wird die Bremse heiß und irgendwann einmal verliert man die Bremsfähigkeit. Das heißt, abgesetzt bremsen. Wenn man alles richtig machen will, dann würde man zu einer Kurve dazu bremsen. Und so wie man lenken beginnt, je nachdem wohin die Kurve geht, würde man die Bremse wieder auslassen. Natürlich nur, wenn man nicht zu schnell ist. Bremse in der Kurve hat fahrphysikalisch oft negative Begleiterscheinungen. Das heißt, wenn man das Bremsen in der Kurve vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden. Deswegen sollte das Tempo vor der Kurve bereits passen. Wie merkt man jetzt, wenn die Bremse heiß wird? Naja, die Bremswirkung lässt einfach nach. Was macht man dann? Ja, man bleibt irgendwo stehen, wenn es noch möglich ist, hoffentlich jedenfalls, lässt die Bremsen auskühlen. Vielleicht optimal wäre es, wenn man in der Ebene steht, dass man also weder die Handbremse noch die normale Fußbremse betätigen muss. Dann lässt man die Bremsen abkühlen und dann kann man wieder ganz normal weiterfahren. Jetzt haben wir noch ein Manöver beim Bergabfahren. Beim Bergabfahren, da steht auch im Prüferhandbuch in Österreich so drinnen, sollte man oder darf man die Kupplung nicht betätigen. Weil du weißt ja, wenn du die Kupplung betätigst, ist die Motorbremse ausgeschalten. Und das Auto wird, wenn es bergab geht, unkontrollierbar schnell. Das heißt, man darf auch die Kupplung beim Bergabfahren nicht betätigen. Das wäre wirklich ein schwerer Fehler, wenn der Prüfer das bei der Prüfung feststellt.
Stell dir mal vor, du fährst den Berg hinunter mit dem dritten Gang. Das hast du für dich ausgerechnet, das wäre der optimale Gang. Es ist vielleicht nicht so steil, aber dann kommt vorne eine ganz, ganz enge Kurve. Und diese enge Kurve kann man jetzt nicht mit dem dritten Gang, den du vorher gewählt hast, durchfahren. Das heißt, du musst vor der Kurve zurückschalten. Jetzt haben wir aber auch in der Fahrschule wieder gelernt, naja, beim Schalten muss man die Kupplung betätigen. Jetzt haben wir ein Dilemma. Wir sollten beim Bergabfahren nicht die Kupplung treten, aber wir müssen zurückschalten und müssen die Kupplung treten. In diesem Fall ist es unbedingt notwendig, während des gesamten Schaltvorgangs auf der Bremse zu bleiben. Man muss nur so viel bremsen, dass das Auto nicht schneller wird, also man muss keine Vollbremsung machen, aber während des gesamten Schaltvorgangs, bis man den Gang, den man dann hat, in dem Fall wäre es der zweite Gang, wieder eingelegt hat, die Kupplung ausgelassen hat und dann kann man die Bremse wieder lösen, weil dann hat man ja wieder Motorbremswirkung. Wir haben auch immer mehr Kandidatinnen und Kandidaten bei der Prüfung, die mit einem Automatikauto fahren. Und beim Automatikauto weißt du, du kannst ja auch manuell schalten, indem du den Schalthebel meistens nach rechts bewegst, in der Stellung D wie Drive, und dann kannst du nach vor und zurück, oder manchmal hat man sogar Schaltwippen am Lenkrad, kann man das Fahrzeug manuell schalten. Beim Bergauf- und Bergabfahren ist das eventuell notwendig, weil stell dir mal vor, du hast anständig Geschwindigkeit aufgebaut, um eine Steigung zu durchfahren. Das Auto schaltet genau im falschen Moment dann hoch, dann verliert man wieder das ganze Tempo, weil eben zu wenig Kraft da ist. Je höher der Gang, desto weniger Kraft haben wir. Beim Bergabfahren könnte es passieren, dass wir den Berg runterfahren, auf einmal schaltet die Automatik hoch, wir verlieren Motorbremswirkung und müssten alles mit dem Fuß dazu bremsen. Auch hier wäre es notwendig, den Schalthebel nach links zu bewegen und eventuell manuell die Gänge durchzuschalten. Aber das wird dir dein Fahrlehrer natürlich bei den Fahrstunden erklären. Das war heute ein Praxistipp. Wenn auch du gerne einen Praxistipp hättest, den wir noch nicht behandelt haben, schreib es uns in die Kommentare oder an fragen@alpenland.co.at oder fragen@driveacademy.at. Lass uns ein Like da, wenn dir die Videos gefallen. Abonniere den Kanal. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.